Hallo, 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 liebe Freunde. Und damit herzlich willkommen bei Tomb Raider 2. Ja, den ersten habe ich ja schon gespielt. Ist jetzt schon ein klein wenig her. Und ich hatte irgendwie Bock, den zweiten zu spielen. Mir war nach Ballern und Rätseln. Hübsch. Okay, dann schauen wir uns hier doch mal um. Was gibt es denn hier? Hier gibt's Wasser. Und irgendwas knurrt da. Ein Tiger. Das war ein Tiger. Okay, was gibt's hier sonst so? Okay, der Hubschrauber kreist da immer noch. Hoch. Aber hier sollte es gehen, oder? Nee. Ah, hier hinten geht's lang. Okay. Ups, zu weit gesprungen. Das ist krass, wie schnell man sich, wie schnell man die Steuerung wieder verlernt, wenn man da ein paar Monate nicht gespielt hat. Ich muss erstmal wieder reinkommen. Das ist mir jetzt fast peinlich. Ja. Wie war das mit Alt? Genau, mit Alt schleiche ich. Okay. Wenn ich direkt an die Kante gehe, mache ich einen kurzen Sprung. Genau. Okay, so ging das. Gut. Dann geht's hier hoch. Und dann springen wir da rüber. Oh, da hinten ist was. Das holen wir uns doch mal. Oh, ich höre noch einen Löwen. Einen Tiger. Das war's. Denn wir wissen alle, Frau Croft, die hat kein Herz für Tiere. Egal, ob vom Aussterben bedroht oder schon lange ausgestorben. Wenn Frau Croft den letzten lebenden T-Rex findet, dann muss sie drauf ballern. Das hat sie so gelernt. Okay. Darüber. Zack, und dann hier hoch. Sind wir hier? Mhm. Kann ich hier runter? Ja. Gibt es hier irgendwelche Gegner? Nee, Gott sei Dank nicht. Oder?
Nee, hier ist nichts. Dann schaue ich mich hier mal um. Da hinten ist ein Hebel. Okay. Den ich erstmal erreichen muss. Hebel ziehen. So, dann schaue ich mich hier noch ein bisschen unter Wasser um, ob hier irgendwo irgendwas liegt zum Looten. Da ist nichts. Nö. Dann geht's hier weiter. Schon schön gemacht. Ah, dieser majestätische Adler. Jetzt ist es ein Chicken Nugget. Greift er mich überhaupt an? Ja, der greift mich an. Ich dachte mir gerade so, muss ich den denn wirklich erschießen? Und ja, scheinbar muss ich das. Okay, hier oben geht's lang. Oder? Gibt's hier irgendwas? Nö, da gibt's nichts. Okay. Bin ich jetzt fest? Okay, wir brauchen einen Schlüssel. Und hier geht es runter. Okay. Oh, da ist was. Das sieht doch aus wie ein Schlüssel. Das ist ein Schlüssel! Hier oben ist wohl wieder irgendwo ein Tiger. Ich höre ihn zumindest. Wo ist er? Habe ich ihn? Nee. Jetzt habe ich ihn. Stilvoll mit der Pirouette in der Luft. Das hatte viel Schönes. Okay, gibt's hier irgendwas? Nö. Hier ist nichts. Dann kann ich wieder hoch. Da lang. Lara, hoch mit dir. So. Brav. Und jetzt hier hoch. So. Dann können wir da die Tür aufschließen. Waffen raus, wir wissen nicht, wer da kommt. Gibt's hier? Was ist da? Was war jetzt hier? Irgendwas ist hier. Okay, da oben ist noch ein Schlüssel. Irgendwas ist hier noch irgendwo.
Spinnenweben. Vielleicht sind da irgendwelche krassen Spinnen. Ja. Aua. Schlüssel nehmen. Aha. Okay, was gibt's hier sonst so? Nix. Aufschließen. Waffen raus. Hier ist bestimmt irgendwas, das abgeknallt werden muss. Ah, böse Spinne. Muni. Aha. Aber man merkt tatsächlich, finde ich, schon den leichten grafischen Unterschied zwischen Teil 1 und Teil 2. Man merkt, es gibt jetzt mehr Schrägen und die Polygonzahl im Level hat sich erhöht. Also es ist alles nicht mehr... Es ist ein bisschen weniger blockig. Immer noch blockig, aber ein bisschen weniger. Was gibt's hier im Wasser? Ah! Das gibt's hier im Wasser! Von da kommen Pfeile. Okay, geschafft. Ah. Oh. Nicht gut. Nicht gut. Und ich habe nicht gespeichert. Oder? Gibt's... Nein, 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 nein. Oh, fuck. Okay, okay. Dann machen wir das Ganze in der nächsten Folge nochmal. Bis dann!